So, ich glaube, die Gefahr, dass ich da jetzt irgendwie draufgehe in diesem Dungeon, ist relativ gering. Deswegen verzichte ich jetzt einfach mal. Oh, wir müssen hier lang, okay. Verzichte ich mal auf Speichern. Ansonsten könnte ich ja vielleicht auch irgendwie auch nochmal, wenn es irgendwie von den Trefferpunkten her eng werden sollte, manuell speichern. Das wäre natürlich auch noch eine Alternative. Oh, ich sehe gerade, Justin hat jetzt auch 99 Zauberpunkte für Stufe 1. Ja, so sieht das aus. Ich schicke jetzt mal kurz was ein, aber also jetzt ist schon eine halbe Stunde sind wir jetzt dran. Dann wird der zweite Part bestimmt auch nochmal eine halbe Stunde dauern. Also, dann werden es wohl doch wieder zwei Parts. Also, wenn es jetzt nicht irgendwie nur 20 Minuten sind oder sowas. So. Fina macht mal eine Feuersäule. Gut, und den letzten Rest, den hauen wir jetzt einfach so wieder zusammen. Ja, was nicht so schön ist, ist, dass wir jetzt wieder hier mit Gegenständen zubombardiert werden. Dann ist unser Inventar bald wieder voll. Aber gut, ich meine, das Spiel rechnet wahrscheinlich auch eher damit, dass man das Spiel nicht kann und deswegen dann solche Gegenstände dann halt eher benötigt, weil man vielleicht auch nicht so viel trainiert wie ich und was weiß ich alles. Vielleicht auch nicht so klug trainiert. Okay, machen wir mal Flammengeschoss, damit die ganze Sache hier schnell vorbei ist. Okay, also das gibt jetzt auch nicht mehr komplett volle Zauberpunkte für den guten Justin. Aber es kann natürlich auch einfach damit zusammenhängen, dass er jetzt mit Feuer sowieso schon so gut trainiert ist. So, jetzt müssen wir hier hoch, genau, und da liegt so ein Schneeball. Können wir jetzt so eine Lawine oder sowas auslösen? So ein Riesen, also Schneeball wird immer größer. Zack. Und dann können wir jetzt nämlich da gleich drüber gehen. Was war das denn? Ist da oben ein Monster? Okay, die sind dann wohl irgendwie links von uns. So. Aber wenn ich mich nicht irre, ist das hier sowieso nur ein Item, was hier gibt. So, ein Monster auch. Okay, das war jetzt ein Hinterhalt. Der Schneeballwurf. Oh, der Bergaffe will mit Justin eine Schneeballschlacht machen. Ja, muss er aber noch andere Sachen, irgendwelche Steine oder sowas da drunter gemischt haben, dass das gleich so viel Aua macht. Erdriss, jetzt wird er wieder abgebrochen. Na gut, dann schläfern wir euch wieder ein. Wenn ihr solche Langweiler seid und nicht mit mir spielen wollt, sondern gleich so böse Sachen macht und mich abbrecht, das wollen wir nicht. Gut, Justin macht mal Sepp hier auf den. So, und den Rest hauen wir jetzt einfach wieder klein. Rap kriegt wieder den vollen Bergaffen. Schneeaffen, Schneeschweine und Bergaffe, bitteschön. So viel Zeit muss sein. So. Not bad, eh?
Ja, immerhin 20 Wasser hat Fina jetzt hier dafür gekriegt. Das ist ja ganz nett. Also ich muss sagen, es war echt eine super Idee, dass sich Rob da dieses Amulett gegeben hat, womit er 3 Kombi-Angriffe hat. Was ist das hier? Fee-Schwert, okay. Komm, das tun wir einfach noch rein. Plus 38, da habe ich bessere Schwerter. Mit 3 Kombi-Angriffen, weil der wird das jetzt wahrscheinlich in diesem Dungeon noch lernen, diese eine Spezialattacke. Und zu diesem Zeitpunkt konnte er das noch nie bei mir. Also das, ich habe ja auch in anderen Spielen so viel trainiert, also daran liegt es jetzt auch nicht. So, Lebenssamen, das kriegt der gute Rap, der hat nämlich deutlich am wenigsten. So, jetzt müssen wir hier lang, weil jetzt müssen wir nämlich da wieder was machen. Wieder einen Schneeball auslösen. Ja, möchtet ihr nicht runterkommen? Ja, alles klar. Oh. Vor allen Dingen, es ist ja noch nicht mal dass ich jetzt sagen würde, die können so viel. Das ist es ja eigentlich gar nicht. Oh, ja, also Justin, der wird jetzt aber hier richtig geraped gerade, ey. So, dann machen wir jetzt hier mal wieder Tabula Rasa. Genau, mit 100 Millionen Grad werden die jetzt gleich hier weggeschmolzen. Weggeschmolzen wie ein Iglu in der Sahara. Der Bergaffe. Nicht der Bergdoktor, sondern der Bergaffe. Okay. Na komm, Milda, mach doch mal einen milder Schlag. Nehmen wir mal den da hinten. Rap macht Läufer auf Justin. So, Fina macht Oh, Wind, twist like a tornado. Twist like a tornado, ja. Du mich auch mal. Zauber aus. So, und Justin beendet jetzt dieses Spielchen hier mit einem Drachensepp. Würde ich mal sagen. Ja, vorher macht hier Milda erstmal den einen kaputt. Ob es wieder über 800 Trefferpunkte sind. War es ja zumindest vorhin. Ja. Okay. Gut, also das werden mit Sicherheit 2 Parts werden. Da kann ich dann nach dem, das ist jetzt wahrscheinlich dann schon der zweite, werde ich dann beim Prinan Plateau dann 2 sozusagen dann den Cut machen. Das bietet sich ja eigentlich an. So, okay, ja, also eigentlich sieht das doch alles ganz nett aus. Justin kommt jetzt momentan gar nicht so dazu, mit seiner Waffe zu kämpfen. So, hier ist jetzt erstmal der Schneeball, den wir jetzt wieder aktivieren müssen. Klong. Okay, und dann gehen wir nochmal den alternativen Weg. Da gibt es nämlich auf jeden Fall nochmal ein paar Kämpfe und ich glaube auch noch irgendein Item.
Ich raste jetzt erstmal. Ah ja, genau, hier hinten. Ruhschwert. Jetzt werde ich hier mit Schwertern zugespammt. Sollen sie mir doch mal lieber hier eine Axt geben, eine vernünftige. Ja, so Äxte kriegt man auf der zweiten CD echt nicht so besonders so viel. Also das ist nicht so toll. So, ich würde sagen, Web macht mal Schlummer. Kann natürlich sein, dass es jetzt nicht so viel bringt, weil Web nicht so einen guten Wasserlevel hat. Fina macht Diamantenstaub. Wird wahrscheinlich jetzt auch nicht auch nur irgendwie gut 100 Trefferpunkte den abnehmen, weil es halt Eis ist. Ah, okay. Waren schon so etwa 150. So, und jetzt bitte ein paar Leute einschläfern. Oh, cool. Das hat sich jetzt richtig gelohnt. Okay. Und ich würde sagen, Justin macht jetzt mal einen Drachenspalter, weil dann kann er nämlich jetzt das Schwert anlegen und dann kann er das mit Erde jetzt dann wahrscheinlich auch gleich lernen. Können wir 2 in 1 kombinieren. Oh, nee, doch nicht. Das ist schade, aber auf jeden Fall kann er jetzt das Schwert nehmen. Das heißt, ich gucke gleich nochmal vorsichtshalber, aber ich glaube, das müsste so sein. Jo, 29 Keule, das heißt, da hat er das Maximum erreicht. Dann kriegt er jetzt, ich würde sagen, das Lichtschwert. Das hat den besten Angriff. Die haben sie ja aber richtig geil hingestellt, ey. WTF. So, dann machen wir mal einen Lotus-Hieb, würde ich sagen. Den, der da hier hin so etwas abseits steht. Okay, Fina macht mal knistern auf den da. Der hier, wenn er eine Schneeballschlacht machen will. Burn, baby, burn. Take this. Okay, also der Schaden wird jetzt gleich noch angezeigt. Das ist jetzt nicht, dass das, dass er jetzt damit dagegen immun ist. Das kann ich ja wohl nicht hoffen. Nee, 880, okay. Das ist sogar noch heftiger als der Milderschlag gewesen. So, okay. Dann macht Rap nochmal den Zauber aus. Milder haut einfach drauf. Hocus Pocus! Okay, ja, das ist natürlich alles in allem ganz gut. So. Da kann ich jetzt wahrscheinlich zweimal draufhauen. Okay, also nur noch eine Durchstufe für Rap, bis er die eine Spezialtechnik lernt. Das wird er dann jetzt wahrscheinlich noch schaffen oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ja, aber alles in allem sieht das gut aus. So, für Milda ging's jetzt auch eine Stufe höher. Ich glaube, das war Mildas erste Stufe, die sie höher gekommen ist. Gut, Rap macht einfach mal kurzen Prozess. Machen wir mal wieder einen rasenden Kampf. Wenn man jetzt zum Beispiel hier, kann ich euch gleich mal zeigen. Das heißt, dass. Genau, jetzt da überlebt einer, das ist gut. Taktiken.
Hatte ich, glaube ich, noch nicht gezeigt gehabt. Ne, genau, wir hatten am Anfang, haben wir Einzeltaktik und dann sind wir ja immer manuell draufhauen gegangen. Gruppentaktik und dann manuell. Man kann hier aber auch für jeden Einzelnen einstellen und gibt manuell. Fairplay, das ist nur normale Angriffe. Einsatz, Gruppenstärke erhöhen, das ist zum Beispiel sowas wie Heuler oder Schnelldenker oder Läufer. Läufer oder Schnelldenker geht nur gegen einen, aber Graben zum Beispiel. Rückzug, passiv, Ausweichmanöver, verteidigen. Das ist jetzt wahrscheinlich dann immer ein bisschen unterschiedlich. Hatte ich jetzt auch noch nie ausprobiert. Sicherheit, heilen, nicht sterben. Rasend, massiv, Zauber, Spezialtechniken. Also das ist das wirklich, was dann hier immer Instant Kill ist. Oder so gut wie Instant Kill. Und gemein, das sind dann solche Sachen wie zum Beispiel, wie heißt das bei, mal kurz nachgucken, bei Justin. Genau, Gefriere, also irgendwelche Sachen, die die Fähigkeiten der Gegner verringern. Oder zum Beispiel keine Verteidigung, das würde auch unter gemein fehlen. Das können wir vielleicht auch irgendwann nochmal zeigen. Rap hatte ja jetzt Giftgel gelernt gehabt, das gehört auch zu den gemeinen Zaubern. Kann auch noch einen anderen lustigen Zauber, da kann er nämlich den Gegner mit verwirren. Da wird er aber noch ein bisschen brauchen, bis er den lernt. Okay, ja, ich würde sagen, ich werde dann jetzt heute auch noch nicht das Dinges anteasern, das neue Gebiet, sondern ich werde dann vorher stoppen. So, da sind jetzt nochmal ein paar Stehschweine. Okay, dann macht Fina mal kurz einen Prozess mit dem einen und den Rest hauen wir einfach wieder kaputt. So, nix hier mit alle zusammen. Okay. Haben wir wieder ein Horn gekriegt, also jetzt kriegen wir dann das ganze Geld zugeschustert. Also wir werden dann nachher am Ende des Spiels dann wirklich reich sein, also dann können hier unsere Leute wirklich dann ein richtig entspannt chilliges Leben führen am Schluss. Ich glaube, hier ist der alternative Weg, das heißt, dann gehen wir erstmal hier lang. Ja, ist klar. Das ist jetzt natürlich ein bisschen dumm gelaufen. Jetzt mal gucken, ob die Schneeschweine jetzt mal alle zusammen machen. Das wäre lustig. Den Gefallen tun sie mir nicht. Jetzt können wir mal Gift gehen. Ich weiß aber nicht, gegen wen das... versuchen wir es mal gegen die. Kann sein, dass das jetzt nicht wirkt. Ich weiß es nicht, gegen wen das wirkt. Ich glaube... Oh! Ja, da habt ihr gesehen, alles zusammen. Jetzt hat er gleich zwei neue ausgespuckt. Aber immerhin ist es so, wenn jetzt zum Beispiel ein Schneeschwein angegriffen wurde vorher und nur noch 50 hat und dann alle zusammen macht, dann sind die anderen Gegner dann auch nur Stärke 50. Das ist etwas sozialer gemacht. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Bumpau. So, wenn es jetzt bei dem nicht wirkt, dann können wir das vielleicht, oder vielleicht lasse ich das dann auch bleiben. Okay, gegen den wirkt das leider nicht. Gut, aber Justin, der lernt dann jetzt immerhin gleich etwas Neues. Erdbeben, das ist, hatten wir glaube ich noch nicht. Alright, we won. Es sei denn, Gatwin konnte das weiß ich jetzt nicht genau, ob ich Gatwin so weit trainiert hatte, dass er das gelernt hat, weil der konnte das nämlich auch lernen. Aber ich glaube nicht.
Okay, ja, also das ist doch eigentlich ganz gut gelaufen. Oh, das ist nicht gut gelaufen. Ja, sehr ärgerlich sogar gelaufen. Na, okay, jetzt gehen sie auf Nidda drauf. Was machen wir jetzt? Das sind alles die. Okay, dann machen wir nochmal Schlummer, würde ich sagen. Ja, ist klar. Also weiter auseinander konntet ihr euch glaube ich, aber auch nicht mehr stellen, oder? Unfassbar. Machen wir mal Graben mit Rap. Das hatten wir, glaube ich, mit denen noch nie gemacht gehabt. So, und Justin macht mal einen Diamantenstaub. See my power. See my Bauer, Power. Ja, eine Windstufe, das ist sehr schön. Fina macht mal Schnelldenker auf Milda. Die hat es nämlich bitter nötig, weil die so langsam ist. Die Initiative bei ihr ist sehr gering. Okay, Milda kann eigentlich nur noch draufhauen. Hi-ya, hi-ya. Am meisten, der hat am meisten, dann geht Rap mal auf den. So, und Fina geht auf den. Alright, we won. Genau, sehr schön, wir haben gewonnen. Also es dauert leider noch etwas länger bei Rap, bis er mit Erde mal ein bisschen höher kommt. Da sollte ich jetzt auch bald mal anfangen zu trainieren. So, das hier ist eigentlich nur so ein komischer Rundweg, wo man noch ein paar Gegner mitnehmen kann, wenn ich das jetzt richtig sehe. Von da waren wir gekommen, das heißt hier geht's lang. Okay, hier haben wir nochmal Gegner. Gut. Fina macht mal schnell den auf Rap. Please protect us. Blow your way. Take that. Genau, take that. Da gibt es einige Boyband-Liebhaber hier, einige Take-That-Liebhaber hier im Spiel. Okay, ich würde sagen, den Rest hauen wir jetzt einfach wieder kaputt. So, Schwertstufe höher, das gefällt mir recht gut. Dann gehen wir mal auf den Deppen, der mit seinem Erdriss da hier, der geht mir auf die Nerven. Na toll, jetzt bricht er die wieder ab. Ja, ihr seid so nervig. Aber wenigstens ist Rap gleich wieder dran, das ist gut. Okay. Alright, we won!
Jo, okay, das sieht doch alles in allem ganz gut aus. 76 Zauberstufe 2 Zauberpunkte hat Fina schon. Das ist auch eine ganz schöne Menge. Genau, hier war das, wo wir vorhin den den Schneeball da runtergerollt haben. Müssen wir mal gucken. Okay, das hier ist optional. Explosionsamulett. Okay, jetzt kommen die gleich runter. Jawohl. Aber zum Glück kein Hinterhalt. Gut, Fina macht mal einen Diamantenstaub, würde ich sagen. Noch kann sie ihn ja, aber jetzt sind dann auch bald bei ihr die Zauberpunkte weg. So, Jester macht mal graben. So, der gute Rap macht Sepp alle. Come on back for more. Genau, come on. So, come on, Rap. Gut, das war's dann. Fast schon eine Stunde bin ich jetzt dran hier. Ja, also man unterschätzt das doch relativ schnell, wie lange solche Dungeons sind. Wenn ich so nicht aufnehme und einfach nur spiele, dann kriege ich das auch nie so richtig mit, dass es doch relativ lange alles dauert. Okay, das ist scheiße. Ich würde sagen, wir machen mal keine Verteidigung, weil Schlummer, das würde nur auf 2 gehen und bei den anderen Sachen, ich glaube, dieses Gift geht, da sind die gegen immun, also das ist alles keine gute Idee. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach mal kurz keine Verteidigung, das müsste dann eigentlich alle 4 treffen. Ich hoffe, dass nicht irgendwie doch irgendjemand dagegen immun ist, das wäre schlecht. Ah, okay. Das ist schön, das ist toll. Ich bin der Anton aus Tirol. So. Genau, brenn mal schön aus, Schweinchen dick. Das war dumm. Das war dumm von mir. Wir machen jetzt mal kurz hier ein Beben gegen die 2. Das habe ich nämlich aus Versehen mit dem Brenne gemacht. Dabei wollte ich eigentlich hier Bumm machen. Na? Alle zusammen, ja, alle zusammen, jeder für sich, ist das schön. Da kommt Freude auf, schalalalala. Können wir nochmal hier keine Verteidigung machen mit Rap. Und Fina macht mal Beben. So, und da kann Justin jetzt mal hier auf den einen Hempel mal Bumm machen. Und dann würde ich sagen, den Rest hauen wir dann kaputt.
So, eine Erdestufe höher, sehr schön. Okay. Jetzt brauchen wir dann nur noch den Rest hier kaputt zu hauen. Jo, okay. Alright, we won. Ich hoffe, allzu viele Kämpfe sind es jetzt nicht mehr, weil so langsam nervt es dann doch ein bisschen. 48 Erde, ja. Bei Rap hat sich's auch richtig gelernt, das keine Verteidigung zu machen. Okay, hier sind noch mal ein paar Bergäffchen am Start. Dann machen wir mal hier Feuersäule gegen die. Und dann kann Fina vielleicht mal wieder ein Flammengeschoss machen. Ich glaube, bei ihr hatte ich das schon länger nicht mehr gezeigt. Und dann sind die auch Geschichte. So, ja, das geht jetzt relativ flott, der Kampf mal. Und dann kann er nachher Rap ziemlich viel mit Wasser heilen. Das ist auch nicht schlecht. Ich weiß ja nicht mehr genau, ob es bis Level 5 oder bis Level 6 war. Das, ja, obwohl 6 ist ja Rap jetzt leider schon. Auf jeden Fall, bis irgendwas kriegt man ja ein bisschen mehr Zauberpunkte. Okay, da hinten geht's raus, das heißt, hier ist dann der alternative Weg. Also ganz am Anfang, ich glaube, die ersten drei Zauberstufenlevel kriegt man 8 Erfahrungspunkte bei Heilen, dann 6 irgendwie. Ich glaube, das geht so bis 5 oder 6 und danach nur noch 3. Okay, Rap macht mal einen Doppelgänger auf den. Die Flüssigkeit wollen wir nicht, so eine große Menge Quatsch. So, Fina macht mal einen Heulerschlag. Und Rap haut den ganzen Rest kaputt. Justin haut den ganzen Rest kaputt. Zack, zack, zack. Rap hat gelernt Dämonenball. Das ist doch ein richtig cooles Ende für diesen Part, dass Rap diese geile Attacke, die werde ich euch dann mal gucken. Im nächsten Part werden wir dann hier Lane erkunden. Aber vielleicht im übernächsten Part werde ich euch das dann vielleicht mal zeigen, diese Attacke. So, ja, das sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. Dann können wir jetzt zum Ende nochmal Rap heilen lassen kurz und dann nochmal hier uns alles anschauen. Okay, 77, das sieht auch gut aus. So, dann gucken wir mal. Also, jetzt ist Justin 24. Okay, der muss noch 8 mit dem Schwert. Dann würde ich sagen, geben wir ihm jetzt erstmal die Axt, die er dann jetzt bis zum Ende trägt und dann ganz zum Schluss das Schwert. Da ist es noch 1, mit Wind ist noch 2.
Okay, Fina noch eins mit Erde. Dann bin ich auch zufrieden. Und ja gut, der hat natürlich hier echt ein Problem. Der hat jetzt momentan das Messer, glaube ich. Das heißt, vier mit dem Messer. Danach muss er das Schwert wieder nehmen. Und ja gut, bei den anderen Zaubern, das dauert alles noch seine Zeit. Aber dann wissen wir schon mal Bescheid. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken. Okay, das war richtig. Weil ich jetzt so selten hier mit Dinge speichere, musste ich jetzt erstmal genau gucken. Und dann habe ich auch noch das andere Problem, dass es jetzt fast dunkel ist und ich jetzt nichts mehr sehen konnte auf der Tastatur, wo jetzt F1 ist. Genau, also hier müsste dann rausgehen zum Dorf Lane. Das werden wir dann beim nächsten Mal erkunden. Dann ja, ist dann Milda endlich wieder zu Hause und dann geht es dann auch mit der Story wieder ein bisschen weiter. Das war jetzt in den letzten Parts doch relativ viele Gekämpfe. Aber gut, wir haben eine Menge coole Aktionen gelernt, haben ordentlich skillen können. So langsam aber sicher werden wir dann auch bereit für einen Kampf im Turm der Versuchung, den ich ja im letzten Part schon mal ein bisschen angeteasert hatte. Aber bis wir dahin kommen, das wird noch einige Parts dauern. Also wenn ich das mal so grob überschlage, wie viele Dungeons das noch sind. Das sind noch 1, 2, 3 Dungeons, 4 Dungeons und dann, was haben wir dann noch? 4 Dungeons und dann ja, sind auf jeden Fall noch 4 Dungeons und noch teilweise auch noch längere Dungeons. Dann ja, ist dann nochmal hier ein Dungeon sozusagen, wo es keine normalen Gegner gibt, aber 3 Endgegner. Also das wird alles noch dauern. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder und gucken uns das Dorf Lane an. Bis dann, ciao, ciao.